Herzlich willkommen zurück zu Hobby MB Motorsägen. Und heute stellen wir euch unseren Neuzugang vor, die schöne Husqvarna 550 Mark II. Das war jetzt Intro. Ja, jetzt kommt's. So, jetzt schauen wir uns die Sorge um. Ja. Wir haben die neu gekauft. Genau. Und sie wurde auch vom Händler, da sie ja Professor ist, schon im Betrieb genommen. Genau. Dann hätte ich gesagt, schneiden wir die ganze Gaudi mal kurz auf da. So. Also. So kommt dann die Sorge bei euch, ja? Genau. Auf allererstes einmal. Da ich sagen, packen wir alles aus und dann sehen wir uns wieder. So, jetzt Herr Stiegelbauer, erzählen Sie uns einmal von der 550 XP Mark II. Genau, der Lieferumfang. Jetzt bei der Sog ist natürlich irgendein Prospekt, also was man dann braucht, um seinen Anschau zu mischen. Das ist vom Händler dann noch eine Werbung, wo wir es gekauft haben. Bordwerkzeug. Genau, ganz normaler Motorsaugschlüssel mit Ding. Der will zu den Motorsaugschlüssel schnell was sagen. Ich finde das furchtbar, dass jetzt die alle so klar machen. Stil genauso. Das sind gerade so kurze Bamperl-Dinger, das ist einfach nur noch furchtbar. Ich weiß nicht, warum man sich da wirklich so viel Geld spart, dass sich das rendiert. Aber ich finde das einfach lächerlich. Genau. Backelt es ein bisschen aus dabei. Ich backel das aus. Genau. Genau, Ketten ist schon vormontiert bei der so, weil es natürlich ein Profisau ist. Das heißt, die wird komplett vormontiert geliefert. Genau, wir haben jetzt da die Varianten mit dem 38er Schwert. Es gibt aber auch die Varianten mit dem 40 und 45er Schwert. Wir haben ein 1,3er Nutbretten bei der Sog und eine 3,25er Teilung. Darf ich weiter da? Wie das? Dann wird auch noch irgendein so ein blaues Schälchen mitgeliefert. Das schauen wir uns gleich noch an, was das drinnen ist. Aber zuerst mal noch mit zum Schlüsselzug, oder? Ja, mein Gott, ein stinknormaler Motorsauschlüssel. Ein wenig kurz ist er, finde ich. Der vom Stil ist länger. An dem Fall ja, aber ein bisschen. Das ist, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, du bist halt schon der Ort da dran, gell? Also. Ja, das schaut. Du bist halt schon der Ort an der Ketten, vor allem wenn man große Hände hat. Früher bist du halt einfach da gewesen. Weißt du, da bist du halt da sauber vorbeigekommen. Also, weiß nicht. Ja, wie gesagt, man muss sparen. Es ist, früher hast du dazu noch 62er noch so ein schönes Taschel dazu wieder. Das ist auch weg. Das ist halt einfach nochmal. Genau. Grobe Leistungsdaten, blenden wir jetzt da mal ganz kurz ein. Wir haben um die 4 PS, ist auch 50 Kubik so. Genau, zum Vergleich wie die Stihl 62. Genau. Wir haben eh schon mal Leiso bei uns gehabt. Haben wir es auch gegen die 62 verglichen. Einfach mal da oben klicken jetzt, dann kommt es zu dem Video. Aber wir werden es natürlich auch dann mit dieser neuen so wieder vergleichen, weil die Leiso schon ziemlich hart nochmal geworden ist. Und der Vergleich, Schwert, genau, der Vergleich ist auch wegen unfair, muss man auch ganz ehrlich sagen. Okay. So, jetzt schauen wir mal, wie es Husqvarna sagt, der stärksten 50 Kubik so unter der Haube. Was ein interessanter Unterschied ist, weil die Stihl Profi sagen, haben die ja keinen Tupfer mehr, außer 500er, weil das braucht zwischen der Einspritzanlage. Aber Husqvarna hat offensichtlich da einen, auch im Profisegment. Weil 260 und 462 und 362 und der ganze Bums haben da keinen Tupfer mehr. Kein Primer. So. Also, wir haben hier einen Luftfilter natürlich. Es ist immer noch der kleine Luftfilter ja. Gegenüber vom Stihl. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ist schon ein wenig kleiner. Aber auch alles verlustsicher quasi, dass man es halt im Holz nicht verliert. Ja. Genau. Aber da. Ja, genau. Ansaugkanal, Vergaser. Elektronisch angesteuerter Vergaser genau, natürlich. Natürlich. Standesgemäß. Also, es kann man im Endeffekt wie die Tonik vom Stihl vergleichen. Ja. Der Auspuff da so liegend montiert und dann vorne aussehen. Zeitpipe. Genau, Zeitpipe quasi aussehen. Dann haben wir Funkennetz, wo man da einen 50 ganz schön sieht. Ja. So, dann machen wir es nochmal zusammen. Was jetzt mir beim ersten Anschauen so aufgefallen ist, ist, dass halt der Griff irgendwie schlecht verarbeitet ist. Vielleicht können wir das mal ins Video. Ja, was heißt schlecht? Schlecht dürfen wir jetzt nicht sagen. Ich darf den Durchschnitt sagen. Genau, aber die Spaltmasse da, die Spaltmasse da. Und auch scharfkantig, wie genau. Und da oben hat halt scharfkantig, also das ist halt schon ein bisschen so eine Grotte, wo ich mir jetzt für einen Sog, für in dem Preis gehen. Genau, also um die 6 bis 700 Euro eigentlich das nicht. Ist halt schon da, okay, also. Ja, also da ist wirklich schon ein schöner Grotte dran. UVP ist irgendwo bei knapp 1000er. Nein, einzige Mal in der Husqvarna Liste. Genau, und Stihl 260er ist um ein 100er normal teurer oder
Mit den neuen Listenpreisen war es 1060, glaube ich. Keine Ahnung. Genau, also ein bisschen teuriger. Aber man muss auch sagen, die eigentlich Verkäuferpreise, wo man so sieht von der Sog, sind da irgendwo bei 600. Also das billigste, wo ich gesehen habe, sind 630 Euro bis 670 Euro. Mit der 38 Schiene natürlich. Mit der gestern Schiene wird es dann teuriger. Und 260 gehört man halt in dem Preissegment nicht. Da muss man ungefähr nochmal einen 100er drauflegen. Was mir auch fällt, ist, ich finde, dass es narrisch lang ist. Ich finde, dass wirklich von der Abmessung bis Ketten, also bis Krallen, Anschlag, Ende wirklich lang ist. Genau. Dann hätte ich gesagt, schauen wir uns mal das blaue Teilchen an. Das packe ich jetzt kurz aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Das blaue Schisser, wie ich es genannt habe, ist für Winterbetrieb. Natürlich, das ist geil wie beim Stiel, der Schnapfer, wenn man das Ei tut, dann muss man neben Vergaser drin genau. Umdrast. Also außerzeugst und umdrast, da ist eine Schneeflocke und eine Sonne um. Genau, aber wer tut denn eigentlich? Also ich habe auch noch nie angesehen mit dem blauen Blattel, das ist mir jetzt wirklich dumm, wie ich sage. Das ist ein furchtbarer Kontrast, also ich hätte das grau gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde das Blau und das Orange furchtbar in Kombination. Genau, die kommt quasi da so rauf, wie da unten so wie deiner klipst. Ja, du bist da vorne, da raus mit der Führung. Ja, die wird quasi da so einer klipst da unten und das brichst du, oder? Das ist keine Ahnung, ich habe keinen Schwein. Nein, jetzt dann ist es drin. Jetzt ist es dran. Und da hinten dann so einer. Klipst. Sau mit Ohrringel, dass das schön wird. Genau. Und dann wird es quasi da und da durchgeschraubt. Musst du jetzt da einen Aufkleber durchschrauben anscheinend? Du musst da durchbohren auch noch. Ja, das ist schon ein wenig Scheiß. Ja, da ist unter dem Aufkleber ist quasi, wenn es da. Aber ich möchte jetzt da wirklich nicht durchbohren. Nein, ja nicht, weil der Aufkleber. Ja. Aber man sieht es halt bei, vor allem im Gebrauchmarkt, dass da unter die Aufkleber wirklich ein Löcher drin sind und dass die auch oft dann so mit kaputt sind, in Anführungszeichen. Wir haben hier bei der Husqvarna auch werkzeuglose Tankdeckel. Das heißt, man hat so eine Lasche zum Aufklappen. Oh, Ringel ist weg. Und dann dreht man den alle. Deswegen finde ich den schon vom Stil kompetent. So, dreht man den quasi aus. Man hat hier einen Gewind. Genau, auch wieder verlustsicher. Das heißt, mit so einem kleinen Schnapperl. Ich finde es tendenziell, also der Stiel ist ein Ei und einmal eine halbe Umdrehung umdrehen. Und das ist halt, man dreht es ein. Es gibt Befürworter für beide Systeme. Ich finde jetzt das auch nicht schlecht gelöst. Ich finde beides nicht schlecht. Genau. Muss ich ehrlich sagen, ich finde das auch nicht schlecht. Mein Gott, vom Stiel, wenn du es halt nicht richtig triffst oder was, dann kannst du schon mal sein, dass die funkelt. Oder dass du es mal eingekagelt hast, aber er war nicht richtig eingekagelt, was mir zum Beispiel passiert ist, und dann hast du die komplette Hose voll. Ey, passiert auch. Wenn du mal schnell im Holz irgendwo umeinander tust. Genau. Was wir noch dazu sagen können, ist, dass die Murdern vom Kettendeckel verlustsicher sind. Das heißt, wenn ich da mal eine löse, oder können wir mal ganz lösen, dann schauen wir noch kurz die Kupplung rein. Quasi da sind links, rechts zwei so Schnapfer. Nicht wie bei der, die wir da gerade haben. Ja, das also, ist schon neuer. Ne? Genau. Das ist schon aus Facelift quasi. Genau. Und da haben wir quasi da links, rechts zwei so Schnapfer, dass man die Mutter nicht verliert. Das ist besser wie mit dem Draht. Mhm. Das ist gar nicht schlecht. Bei der, wo wir da kommen, also das Leiso. Ja, war so ein windiges Drahtteil. Genau, da war gerade so ein Drahtteil. Gut, Kettenspanner außen im Deckel, also da ganz leicht zugänglich. Sehr schön. Genau. Seht man auch da, also das fand ich auch wieder cool gelöst. Man sieht quasi da durch den Deckel, was du mit der Kamera, sieht man quasi durch und trifft das Loch leichter. Ja, mein, was halt wieder ist, wenn voll direkt drin ist, das ist wieder eine andere Sache, ob das nicht dann funkelt, wenn von außen voll direkt alles. Ja, das werden wir ja dann sehen, wenn du das mal ein wenig hergenommen hast. Genau. Jo. Gut, was sagt man da? Außenliegende Kupplung natürlich. Das heißt, man muss ein wenig mal anfangen, wenn man Ketten aus der möchte. Das heißt, zuerst schwer zurück, dann schwer quasi aus der Ketten und dann den. Ja, machen wir jetzt nicht, weil wir sie ja eh wieder gleich zusammenbauen. Was ich gerne noch gesagt hätte, ist, dass die Ölbomben ohne Schutz quasi direkt an der Ketten dran ist. Weil im Normalfall haut es der Ketten nicht raus, hätte ich jetzt gesagt. Also. Aber ich weiß nicht, ich finde das schon. Also wir haben da, die ist halt leicht zugänglich, finde ich auch. Also von Plastik ist so still hat er Metall oder nicht. Ja, also Gusseisen. Ja, also gut, beim Stiel ist aber hinter dem Ding. Hinter dem Schutz auch noch. Also so die hinter dem Polrad ist so beim Stiel. Ja, hinten, ja, Polrad, nicht Polrad, hast du auf der anderen Seite hinter der Kupplung halt. Da ist die Plastikabdeckung dazwischen. Genau. Also besser geschützt ist, weil der Stiel auf alle Fälle. Aber wenn es dran muss, ist es halt auch. Also, ja, aber warum soll es denn kaputt gehen? Ja, wenn es leckt oder ein Träger kommt, das
passiert. Genau, wenn wir da hinten, haben wir bei den Husqvarna das Typenscheitel. Genau. In der Seriennummer steht das Baujahr mit drin. Genau, also die Baujahr ersten vier Ziffern haben das Baujahr. Man sieht jetzt nicht überall, der Griff davor ist. Säge 2021 in der 47. Woche. Nagelneu. Also wirklich nagelneu. Das kommt rein. Ich bin Bläschle heraus, ganz so. Wichtig. Genau. Schauen wir noch mal. Möchtest du noch schnell was zu der Keten sagen, wenn es schon da liegt? Ich sag schnell was zu der Keten. Also, das ist die Ersatzketen, die der Herr Stiegelbauer noch ausgehandelt hat, zum Kaufpreis dazu. Steht halt, das brauchst du nicht sagen. Warum? Darfst du sagen, dass sie gute Angebote machen können? Darf jeder wissen, dass gute Angebote aussagen können für die Husqvarna? Ja, also ich habe mit den Wagner-Leuten geschrieben. Also. Ja, kannst die, die waren ganz kompetent. Ja, 64 Treibglieder, 38 cm lang, 325 Keten und ein 1-3er. Nur Bräten. Das ist jetzt der Unterschied zwischen denen, die wir in unserem ersten Vergleichstest angehört haben. Weil da war ja, wie wir davor schon gesagt haben, das falsche Schwert um. Und da haben wir 1,35 Glitzstärken gehabt, deswegen war der Vergleich zu 260 nicht wirklich fair. Aber das ein Leihgerät war, haben wir nicht viel dran machen können. Was haben Sie jetzt gemacht? Location geändert, weil es sonst auch lästig war. Okay, was macht eigentlich jetzt die so laut Husqvarna so besonders? Laut Husqvarna macht die so besonders der extrem niedrige Emissionsausstoß von, also CO2-Wert quasi, 813 Gramm pro Kilowattstunde. Aha. Was sagt man jetzt das? Konkurrenzwerte mit dem Einblenden, weil die weiß ich jetzt nicht. Wir blenden wir da mit die von 260, wenn wir mal finden. Genau. Und sonst haben sie als Merkmale drin, ich lese jetzt für einen an der Seite ab. Merkmale. Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors. Ein neues Kühlsystem haben sie entwickelt. Genau, das haben sie ja da müssen, weil ja mit der Mark 1 ist ja Kühlung, jetzt ist komplett versagt, aber sie haben da jetzt mit der Kühlung, also vom Kühlen vom kompletten System wahnsinnige Probleme gehabt und das hat natürlich auch zu vielen Fehlern geführt. Was sie nah anpreisen, ist die lebenslange Sicht vom. Ich weiß nicht, wie von der Fellhilfe. Genau, von der Fellhilfe. Genau. Denn, das haben wir. Ups, Entschuldigung. Nichts kaputt. Das haben wir in der, im anderen Video auch schon mal gesagt, denn diese Fellhilfe da erinnert, ist nämlich ein Plastik in einem Plastik drin. Also, das heißt, der Grausplastik. Ist lackiert. Genau. Nach 20 Jahren ist der weg. Ja, nicht nach 20 Jahren, das ist auch oft einmal schon nach 3-4 Jahren. Wie zum Beispiel mein 362er hat den auch schon nochmal gehabt. Ich denke aber, dass eine Fellhilfe für einen, der war Profi so bedient, jetzt nicht wirklich wichtig sein sollte. Du, und den kann man mit Edding nochmal rein. Ja, aber trotzdem, also das ist halt für Hausarzt schon besser gelöst, finde ich. Das könnte der Stiel auch machen. Ist jetzt das Plastik? Das ist Plastik, ja. Das ist Kunststoff. Okay. Das ist Kunststoff. Also ich glaube, dass nur die grauen Teile quasi toll sind. Das ist schon ein wenig Plastikbombe, muss man ehrlich zugeben. Naja. Der Stil ist natürlich genauso. Also die wichtigsten, wichtigsten Elemente, wie zum Beispiel da, wo immer der Zellzug quasi einschneidet, die sind zum Beispiel wieder aus Metall. Das hast du immer, weil du es so durchschneiden, das ist eben furchtbar. Die wichtigsten Elemente sind aus Metall. Das hat sogar Kinder so aus dem Metall. Das andere darf eh leichter sein. Ja, auf alle Fälle weiter in dem Text. Verlustsichere Mutternpreisen, sagst du ja, weil sie es jetzt auch mal geschafft haben, dass die kompetent sind, das haben wir vorher erzählt. Und ein neues Antifibrationssystem. Sie schreiben dazu, effektive Dämpfungselemente reduzieren, Vibrationen nicht lassen, so die Arme und Hände des Anwenders. Vibrationswerte haben Durchschnitt. Gibt besser nicht, gibt schlechter nicht. Also da einmal, nichts wir haben halt Metallfedern, wie es bei den Profisungen ist. Genau. Und da haben wir, was ist das auf? Da haben wir einmal, lass mich schnell suchen. Genau, da rum haben wir und hier unten ist natürlich auch eine. So. Okay. Zudem wird angepriesen, dass Air Injection hat. Das ist ein Vorfiltersystem für die Luft. Deswegen ist ja der kleine Luftfilter ausreichend. Weil das quasi im Lüfterrad drin schon so einen Weg geht, dass quasi schon relativ wenig Dreck an den Luftfilter weitergeleitet wird. Deswegen natürlich auch der Winterschutz am Lüfterrall. Das heißt, die Säge saugt die Luft am Lüfterrall an. Und nicht wie zum Beispiel Stiel einfach gerade hinten über die Hauben raus. Genau. Ja, das war jetzt eigentlich schon. Was interessant ist, ist der X-Torque-Motor, den wir jetzt da drin haben. Der hat eine dreiteilige Kurbelwelle. Sonst, meier, ist halt moderner, arbeitet mit weniger Kraftstoff. Der ganze Magdexus. Genau. Genau, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns das auch noch schnell auf der Waage an, wenn du mich noch herfilmst. Also, Öl- oder benzinmäßig haben wir gut die Hälfte noch dran. Jo. Genau.
Auch schön, dass man es da sieht. Und ich sehe mir jetzt von außen nicht. Da kann ich mal kurz einschauen. Wir brauchen mal übrigens noch ein Fazit. Oh. Das ist der Nachteil von den Verschlüssen. Das, wenn du das wirklich fest abbauen hast. Ja, ein Viertel ist noch drin, würde ich sagen. Also ein bisschen ist noch drin. Ja, irgendwie so. So, genau. Wo? Aktiviert ist. Aktiviert ist. Reicht ist. Ich tue noch mit Haaren. Ja. Okay. Dann stellen wir es mal drauf. Mittig, gell? Ja. Ja. Was haben wir? 6,546 Kilo. Okay. Ich blende jetzt dann da unten noch mal ein, wo es quasi 260er Kodo, aber wir werden uns natürlich noch mal in einem ausführlicheren Video, vor allem auch dann im Schnittvergleich, noch mal anschauen. So, zum Fazit, oder? Ja. Also für unter 700 Euro ist eine kompetente Motorsäge, brauchen wir nicht drin. Mei, Vor- und Nachteile hat auch jede Marke, das ist auch ganz klar. Was ich wirklich nicht angenehm finde, ist der enorm lange Gasweg. Also jetzt habe ich wirklich große Hände und ich kann... Es geht. Weiß nicht. Also um das Geld ist auf alle Fälle kompetent, brauchen wir nicht drin. Leistungsmäßig haben sie top. Also von der Motorenleistung her haben sie wirklich enorm, enorm gut. Und mit diesen Worten würde ich sagen, habt ihr es für heute wieder geschafft. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche, einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, keine Ahnung, wann ihr unser Video schaut. Wenn es euch gefallen habt, liken, abonnieren. Sagt ihr schon wieder, wenn es euch gefallen habt. Stielbauer, reiß dich zusammen! Auf alle Fälle, Servus!